So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ihr wisst alle natürlich, Not macht erfinderisch, denn heute ist eigentlich Mittwoch. Mittwoch ist immer Pizzatag beim Abo, also beim Pizza Kebab House. Da haben wir ja damals auch diesen Burger, Pommes, Getränke mit Bier Test gemacht. Wenn ihr da zwei Burger nehmt, eine große Portion Pommes und zwei Bier, wie sieht das aus, wie ist das angerichtet, wie ist das Ambiente, wie schmeckt das, wie ist das preislich vor allem, was würdet ihr empfehlen? Beides hatte Vor- und Nachteile im Vergleich zum Mac Döner, aber eine Pizza gibt es nur beim Abo. Hier habe ich festgestellt. Und das ist die Pizza Koch. Denn die Pizza Koch esse ich so gerne. Ich nehme die auch immer schön noch mit Spezialsoße natürlich. Mit extra scharf. Manchmal machen die wirklich unten auf den Belag erstmal komplett alles rot. Hauen dann den ganzen Belag drauf und tun oben nochmal drauf würzen. Das ist richtig genial. Manche können das schon gar nicht essen. Ich finde das immer richtig toll. Das sind natürlich auch, da ist auch Peperoni-Wurst mit drauf. Da ist, glaube ich, Schinken mit drauf. Da sind Peperonis mit drauf. Da ist Brokkoli mit drauf. Da ist Ei mit drauf. Da ist Spinat mit drauf. Also das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Sehr gesund auch. Und vor allem die Spezialsoße natürlich, die das Gesunde wieder wegmacht. Die gönne ich mir eigentlich jeden Mittwoch riesig, weil die da im Angebot ist, riesig. Und jetzt haben wir ein Problem. Meine Freundin, ne? Die hat nämlich momentan, also die kann nicht alles essen, sagen wir es mal so. Die muss ich momentan ein bisschen zurückhalten, aber die Versuchung ist natürlich da. Und sie hat gesagt, sie möchte doch trotzdem eigentlich auch eine Pizza. Oder sie hat eine bessere Idee, sie gönnt sich heute mal ein Schnitzel. Nur ohne Schnitzel. Denn sie hat gesagt, wenn sie sich da so ein Schnitzel nimmt mit Pommes und Soße, kann sie ja einfach die Pommes mit der Soße essen, das immer da reintunken, dass das aufweicht. So hat sie sich jetzt die 41 bestellt. Das dürfte das Rahmschnitzel sein. Was man hier vielleicht sieht. Rahmschnitzel mit Rahmsoße, Pommes dabei. Hier hinten noch Salat. Den Salat isst sie auch immer nicht. Eine Pommes probieren wir jetzt mal. Richtig dünn, so mag ich die eigentlich, weil die dann auch immer sehr schön knusprig sind. Auf jeden Fall mega gesalzen. Wir haben jetzt also das Rahmschnitzel und wir haben die Pizza Koch. Und da sie ja nur die Pommes essen möchte und gesagt hat, sie kann nur die Pommes mit der Soße, das Schnitzel, das kann sie nicht essen, das darf sie nicht essen, wollen wir uns jetzt das Schnitzel mit auf die Pizza legen. Das dann zuklappen wie eine Pizza Calzone gefüllt mit Schnitzel, Pizza Koch mit Schnitzel. Also das ist wieder was für ganz dicke Menschen. Wir drehen das mal hier um, gucken mal wie das aussieht. Hier habt ihr nochmal die Pizza Koch, die sieht wirklich sehr lecker aus. So viele Farben, hier das Rahmschnitzel. Wir stechen jetzt einmal hier rein in die Mitte. Seht ihr schon die Gummisoße, so viel Soße wollen wir nicht, die brauchen wir ja für sie. Warten wir, bis hier alles abtropft. Boah, und das ganze Fett spritzt da unten raus. Und wir packen das Schnitzel jetzt einfach hier drüben auf die Pizza. So, so sieht das dann aus. Die Schnitzelpizza jetzt neu. Jetzt müssen wir das nur noch zuklappen. Müssen noch die Hälfte, die hier drüben ist, oben drauf legen. Jetzt habt ihr hier Schnitzelpizza. Richtig genial. Es ist alles sehr baufällig auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt anheben wollt oder so essen möchtet. Ich glaube, ich muss mal kurz irgendwas holen, ein Messer oder einen Pizzaschneider, dass ich das da in der Mitte durchmache und wir euch diese Schnitzel-Pizza-Calzone wie einen Döner zeigen und präsentieren können, um da dann reinzubeißen für den vollen Schnitzel-Pizza-Calzone-Geschmack. Die Rahmsoße ist aber trotzdem in Ordnung. Auch wenn da jetzt das ganze Fett von dem Schnitzel reingelaufen ist. So, wir haben auf den Pizzaschneider verzichtet. Wir nehmen einfach ganz typisch Messer, ne? Versuchen das jetzt einfach mal hier durchzuschneiden und zu gucken, was es dann für eine Sauerei gibt. Wenn ich einen Kameramann hätte, könnte der das auch andersrum von der anderen Seite zeigen. Aber habe ich ja nicht. Deswegen steht das einfach nur ganz rustikal hier oben. Jetzt ist es aber fertig. Hier habt ihr im Prinzip die Pizza Calzone mit Schnitzel.
Schnitzelpizza Calzone mit viel Gemüse drauf, mit Spezialsoße, extra scharf, mit extra Fleischbeilage. Das sieht doch auf jeden Fall richtig genial aus und da könnt ihr euch aus so einer dicken Pizza zwei so fette Fladenbrote machen. Ist ein Lifehack, würde jetzt Bisa-Fan TV sagen. Hier ist nochmal die Pizza, die probieren wir mal kurz, ob sie heute wieder gut ist. Auch die Peperoni, wie den Geschmack immer durchbringen, richtig genial und es brennt auch schön auf der Zunge. Und so habe ich es am liebsten. Wir beißen jetzt aber mal hier vorne in die Spitze und probieren mal das Schnitzel, die Schnitzelpizza. Mann, ist das fett. Jetzt ist leider hier oben der ganze Belag runtergefallen, weil das hier die Pizza schon angeritzt war. Wäre es besser, wenn das zwei ganze Hälften sind. Das müssen wir halt jetzt wieder drauf basteln, rumdrehen. Gibt halt ein bisschen Sauerei, ist aber auf jeden Fall mega lecker. Wenn ihr das mal probieren wollt, macht das mal. Ihr seht, guckt doch mal, wie das hier alles runter smackt. Ich finde es genial, war wieder mal eine gute Idee. Macht man ja normalerweise nicht. Wie gesagt, Not macht erfinderisch, dass man sich sowas bastelt, so zum Essen. Sieht auch lustig aus. Hier seht ihr auch, dass es scharf ist, wie hier das ganze Rote vom Boden unten hervorkommt. Habt ihr das auch schon mal probiert oder wollt ihr das auch mal probieren? Schreibt es mal in die Kommentare, was würdet ihr für eine Pizza nehmen und was würdet ihr für einen Schnitzel nehmen, um das zu kombinieren. Das ist also eine Pizza Koch mit Rahmschnitzel. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Salami-Pizza nehmen mit einem Bolognese-Schnitzel, das so zusammen machen. Oder der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet, was ihr dazu sagt, ob ihr das schon mal probiert habt oder probieren wollen würdet. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und das Ei noch dazu. Schnitzel mit Ei überbacken. Richtig genial.